Hallo, ich möchte wieder alle recht herzlich zu einem neuen Video von mir begrüßen. Heute bin ich nicht alleine, sondern habe Verstärkung dabei, aber dazu gleich später mehr. Heute geht es um die Edelmetallmesse in München. Die findet einmal im Jahr statt und ist so das Highlight der Rohstoff- und Edelmetallszene. Und war wieder zweitägig, war vergangenen Freitag und Samstag und ja, ist immer ein tolles Treffen. Einfach interessante Vorträge, nette Leute. Interessant ist auch, da sieht man mal, wie breit gefächert der Edelmetall- bzw. Rohstoffbereich ist. Es sind sogar Unternehmen da, die Bauminvestments vertreiben, aber auch praktischen Hilfen kann man dort holen, wie zum Beispiel Lebensversicherer oder besser gesagt Firmen, die Lebensversicherungen auflösen. Da wir annehmen, dass dieses System in seiner heutigen Form nicht mehr ewig bestehen bleibt, ist das vielleicht eine gute Idee. Und die geben einfach Beistand, helfen, dass man das Optimale praktisch bei vorzeitigem Abbruch oder Lebensversicherung rausbekommt. Und ja, ist einfach ein ganz breites, großes, unterschiedliches Publikum und ist immer jedes Jahr wirklich ein Highlight und sehr interessant. Ich persönlich habe es heuer nur am Samstag hingeschafft und ich hatte es so jetzt gedacht, wir werden jetzt im ersten Teil mal ein bisschen allgemein über die Messe sprechen, wie sich die entwickelt hat, was für Gefühl, das wir dabei hatten. Und im zweiten Teil möchte ich dann ein bisschen näher auf die Referenten eingehen, die gerade heuer wirklich absolute Hochkaräter waren und wirklich ein illustrer Kreis. Und genau, dann würde ich sagen, beginnen wir damit. Hinweisen möchte ich auch noch drauf. Im Hintergrund sind ein paar Fotos von der Messe bzw. Von Edelmetallen zu sehen. Unter anderem auch der Lageplan der Messe oder Samstag, was an Vorträgen praktisch vorzufinden war. Und ja, ich hoffe, das ist ein kleine Abwechslung im Hintergrund. Und damit möchte ich jetzt schon Thomas begrüßen. Das ist ein Österreicher und er hat wirklich den schweren und beschwerlichen Weg auf sich genommen und ist extra 2 Tage nach München gekommen, nur um die Messe besuchen zu können. Und damit möchte ich Thomas auch schon herzlich begrüßen. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin der Thomas aus Österreich, St. Pölten. Wie du schon gesagt hast, komme ich jedes Jahr sehr gerne auf die Edelmetallmesse nach München. Ist ein kleines Highlight von mir. Und Bayern und Österreicher verstehen sich ja recht gut. So schaut's aus. Genau. Und es waren wieder sehr tolle Vortragende. Nette Gespräche, auch mit den Minen-CEOs zum Beispiel, das finde ich immer recht toll, dass dort da die Möglichkeit ist, Edelmetallaussteller wie immer. Es war wieder sehr viel los, also ich denke, die Teilnehmerzahl ist da eigentlich recht zyklisch und sehr ähnlich wie die Edelmetallpreise selbst, also 2015, 16, wo das Tief war, war meiner Meinung nach auch die geringere Leuteanzahl. Und aktuell hat sie wieder ein bisschen mehr abgespielt. Also vor allem heuer am Freitag war sehr viel los. Liegt vielleicht auch eben daran, dass da sehr hochkarätige Leute wie der Professor Max Otte waren, der Dr. Markus Krall, den ich ja persönlich auch zum ersten Mal live gesehen habe und bisher nur von den YouTube-Vorträgen und Artikeln gekannt habe. Und insofern war das recht interessant. Diesmal war es Freitag, Samstag. Zuvor war es Donnerstag, Freitag, nämlich ein paar Mal wieder in der Münchner Verkehrsbüro oder Halle. Und sehr spannende Informationen, die man da gekriegt hat. Ja, absolut, kann ich dir voll zustimmen. Und ja, ich kann es nur bestätigen. Also die Vorträge waren heuer wirklich hochkarätig. Gerade aktuell ist ja eben Dr. Markus Krall geht ja gerade bei YouTube ziemlich durch die Decke und natürlich auch Friedrich und Weick und eben auch Otte, ja. Also die sind ja heuer wirklich das erste Mal da gewesen, soweit wir das wissen.
Und das war schon, behaupte ich jetzt einmal, so ein Besuchermagnet. Also ich habe halt mitbekommen, gerade Freitag, wenn man so ein bisschen mit die Aussteller und mit die Bekannten, die ich im Vorort kannt habe, gesprochen hat, ja, muss Freitag deutlich besser Besuch gewesen sein wie Samstag, was sehr ungewöhnlich für die Messe ist, weil es in den Vorjahren Genau. immer genau umgekehrt war. Und ja, und da sieht man einfach trotzdem, dass die Referenten vermutlich ganz schön ja, Interesse angezogen haben. Also das ist mir auch definitiv aufgefallen. Und so war die Atmosphäre natürlich wieder toll. Also schönes Ambiente, wo sie wieder gehabt haben. Wie gesagt, sehr viele Aussteller. Ich glaube, das waren um die 45 Stände oder so laut Messeplan. Und selbst Schmuckhändler waren ja heuer vertreten. Also ganz breites ja, Ausstellerpublikum. Selbst Kunsthändler waren ja auch wieder da. Habe sogar, glaube ich, ein paar Fotos davon mit eingefügt und tolle Kunst wird da einfach immer vorgestellt auch. Und wie gesagt, eben die Vorträge wirklich ganz toll. Und ja, und allgemein fand ich auch gut besucht. Was mir samstags aufgefallen ist, Freunde von mir haben sich ein paar Silbermünzen noch mitnehmen wollen und ja, Silbermünzenhändler, der hat sogar schon ich glaube, um 14 Uhr, glaube ich, war dem sein Bestand wirklich leer und der hat zusammengepackt. Also, das muss man sich mal überlegen. Also, eigentlich geht die Messe ja bis 18 Uhr und er war im Prinzip nachmittags um 14 Uhr schon ausverkauft und war interessant zu sehen. Habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt, dass ein Edelmetallhändler so bald leer ist oder ausverkauft ist. Könnten Zeichen dafür sein, dass Interesse wirklich wieder größer wird. Oder eben, ja, gerade in Deutschland, ja, ab 2020, Januar 2020, soll ja der anonyme Goldkauf eingeschränkt werden. Da fällt natürlich auch Silberkauf drunter. Könnte natürlich auch, ja, dafür sprechen, aber schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall interessant zu sehen. Und ansonsten sehe ich wie du tolle Gespräche, ja, auch wirklich einfach mit den. Mit dem Messebesuchern, ja, also da kommt man so leicht ins Gespräch mit den Leuten, alles sehr nett, einfach wieder toll gewesen, von der ganzen Stimmung, vom Ambiente her, war super. Ja, genau. Es ist wirklich spannend, dass also da teilweise die Händler schon früher zusammenpacken müssen haben. Kann vielleicht wirklich auch mit der Situation in Deutschland zusammenhängen, dass da jetzt alle nur mal die letzten Restbestände aufkaufen. Aber natürlich auch mit den anziehenden Preisen. Seit letzten Sommer, Herbst sind ja die Preise recht stark gestiegen. Jetzt haben wir in letzter Zeit eine kleinere Korrektur. Das war auch bei vielen Vortragenden ein Thema, dass man sagt, generell langfristig waren das Groß der Vortragenden sehr bullisch, was die Edelmetalle betrifft, aufgrund dessen, dass die Zentralbanken ja eingeknickt sind und Zinserhöhungen versprochen haben. Aber in der Praxis haben wir drei Zinssenkungen gehabt, was eigentlich in der Vergangenheit immer ein sehr zuverlässiger Rezessionsindikator war. Der einzige negative Punkt von den Vortragenden waren vielleicht die CUD-Daten, die kurzfristig nicht so gut ausschauen, wo es vielleicht bis Jahresende noch einmal seitwärts oder leicht nach unten gehen könnte. Dann denken die meisten oder viele, dass der Boden wieder gefunden werden könnte. Und das große Thema war auch, wann kommt die Rezession? Also mittlerweile ist es ja in die Massenmedien angekommen, dass die Wirtschaft sich nicht so toll entwickelt, beziehungsweise die Zinskurve inversis war in der Vergangenheit auch ein sehr zuverlässiger Rezessionsindikator, sprich die kürzerfristigen Zinsen sind höher wie die längerfristigen Zinsen. Und wenn wir das in der Geschichte gehabt haben, also das letzte Mal 2008, im Jahr 2000, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass so ein halbes Jahr bis eineinhalb Jahr darauf, nach der Invertierung der Zinskurve, eine Rezession stattfindet. Die Arbeitslosigkeit ist auch wieder sehr niedrig, hört sich vielleicht positiv an, aber aus antizyklischer Sicht ist die wieder sehr tief und auf Niveaus, wo vermutlich wieder mal eine Gegenbewegung kommen wird, aufgrund der Signale. Und auch der ISM-Index in den USA, also das verarbeitende Gewerbe, der ist unter 50 gefallen und somit in den Schrumpfungsmodus. Und dieser Cocktail aus den Daten lässt vermuten, dass die nächsten
die nächste Zeit die Wirtschaft nicht so toll läuft und das ein guter Nährboden für die Edelmetalle wieder ist. Genau, und man merkt es ja wirklich, dass wirklich bei der Leute, also wirklich bei den Leuten, ja, die Fakten eben langsam ankommen. Also die Leute merken es einfach, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Also dass es eine Abkopplung einfach gegeben hat von den Märkten hin zur Realwirtschaft. Ja, also realwirtschaftlich merkt man eben schon die Rezessionsangst, die umgeht, auch wirklich unter den Leuten und dem Publikum. Gerade wir beide haben ja mit eingesprochen, der hat ja anscheinend vor 3 Jahren überhaupt noch nichts mit Edelmetalle zu tun gehabt und Genau. Das sieht man, dass viele Neulinge ja dabei sind, also die sich wirklich mit der Thematik erst seit 1, 2 Jahren beschäftigen und merken langsam, dass einfach irgendwas nicht mehr stimmt und wollten sich dort einfach wirklich informieren und sind eben dann seit 2, 3 Jahren investiert und haben natürlich viele, viele Fragen, ja, also wie investieren, wo investieren, wie viel investieren. Und das ist uns auch so nebenbei noch aufgefallen, ja, zu den Vorträgen. Also es war sehr interessant und spannend. Also man sieht, dass das Thema immer breiterem Publikum zugänglich wird. Ja, also früher war das ja mehr oder weniger, ich kann mich nur erinnern, ich war auf der ersten Edelmetallmesse schon. Vor mittlerweile, glaube ich, müsste in mein Regal mal kurz nachgucken, da habe ich noch einen ersten Messeführer drin. Ich glaube vor knapp 10 Jahren. Und wo wir gerade bei Messeführer sein, kann ich übrigens jedem empfehlen. Kann man auch, glaube ich, bei Goldzeiten nur bestellen, was ja der Ausrichter der Edelmetallmesse jedes Jahr ist. Und ist ganz tolles, riesendickes Heft, ja, das sind die Minen kurz vorgestellt und natürlich tolle, tolle Artikel von den einzelnen Referenten, ja, oder auch Leute, die nicht referiert haben, aber dennoch viel in der Branche unterwegs sind und da ist immer ganz gut, dass mit Anführungszeichen nenne ich das jetzt einfach mal Insiderwissen dabei, ja. Und was mir heuer auf der Edelmetallmesse aufgefallen ist, es ist auch viel gemunkelt worden, ja. Also bis sie unter vorgehaltener Hand hat es da einige Gerüchte gegeben, zum Beispiel über die Deutsche Bank, ja. Aber was die Repo-Geschäfte in Amerika dann betrifft. Und möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber da ist viel im Hintergrund gemunkelt worden. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, die anscheinend vor uns steht. Und man kann nur hoffen, dass im nächsten Jahr noch mehr Leute dazukommen. Und es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Je weiter, dass die Edelmetallpreise steigen, desto mehr Leute werden kommen. Und jemand hat mal so schön gesagt, irgendwann mal wird die Zeit kommen, dass dann Edelmetalle dann so populär und in der Öffentlichkeit angekommen, dass man Edelmetallreferent ein komplettes Stadion füllen kann. Also die Zeit ist aktuell definitiv noch nicht da, wenn man sich das vor der Messe anschaut. Ich tippe mal, schätzt überhaupt, wie viele Besucher werden das gewesen sein? Also schwer zum Einschätzen, aber ich behaupte mal nicht mehr als ein paar tausend Leute insgesamt über die 2 Tage verteilt. Ja, genau. Würde ich auch schätzen, so tut mir ein bisschen schwer im Schätzen, aber gefühlsmäßig 1.000, 2.000 pro Tag. Könnte mir vorstellen, vielleicht den ersten Tag, Genau. vielleicht ein paar mehr eben, wie gesagt, Ja, am doch Freitag. viel. Ja. Aber Samstag war, finde ich zumindest, verhältnismäßig ruhig. Also wenn man das mit einem Hype 2011 vergleicht, wo wir ja schon Höchststände bei Gold und Silber damals gehabt haben, da kann ich mich nur erinnern, in alten Messegebäude waren ja über 2 Etagen, da war alles komplett gefüllt von Menschen. Also da war wirklich viel, viel, viel los. Und aber wie du eben gesagt hast, also man erkennt wieder einen Trend, dass der nach oben geht. Also die Masse oder die Menschen interessiert es einfach immer mehr das Thema, ja. Gerade eben zum Schutz. Edelmetalle sind eben de facto ein Krisenmetall, ein Krisenschutz. Und genau, das ist einfach interessant. Was meinst du, Thomas? Gehen wir jetzt im zweiten Teil dann ein bisschen näher auf die Vorträge ein? Das ist ja dann vor allem dein Part. Du hast ja viele Vorträge angehört, vor allem freitags ja noch dazu. Genau. Dann Ja, machen wir das vielleicht in einem separaten Video. würde ich sagen. Und wie du gesagt hast, wir werden sehen, also die Jahre zuvor in dem Bullenmarkt war wirklich die Teilnehmeranzahl viel höher, leichte Tendenzen nach oben. Und ich denke, wenn dann wieder alles randvoll ist, dann müssen wir wieder ans Verkaufen denken. Da hast du absolut recht, ja. Antizyklisch denken, das heißt, wir verkaufen, wenn die Masse kauft und wir kaufen, wenn die Masse verkauft. So schaut's aus, Genau. ja. Derzeit sind wir jedenfalls definitiv nicht in einer Euphorie, das haben wir feststellen können. Auf keinen Fall, War wieder ein tolles Event und würde auch jeden dazu einladen, nächstes Jahr teilzunehmen. Ist immer im November, wie gesagt, in München. Tolle Veranstaltung und ja, möchte mich somit verabschieden. jo, ich Herzlichen bedanke Dank. mich auch bei dir recht herzlich. Wir nehmen da noch einen zweiten Teil auf, freue mich schon drauf. Vor allem höre ich auch wieder mal ein bisschen was drüber. Wie gesagt, ich war nur einen Tag da, habe relativ wenig mitbekommen, da ich vor allem Kontakte gepflegt habe.
und freue mich deswegen selbst sehr auf den zweiten Teil und möchte mich auch wieder recht herzlich bei den Zuschauern bedanken und hoffe, dass ein bisschen Spaß gemacht hat. Der zweite Teil folgt gleich und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.